Sascha Filmoba Geeks, großer Phablet-Vergleichstest, zumindest ein kleiner oder was man unter Vergleichstest versteht, wenn man da ein paar Minuten mit rumspielen kann. Das ist das neue Acer Liquid S1, das ist das Samsung Galaxy Note 2 und wir schauen uns einfach mal so ein paar Unterschiede an von den beiden Geräten. Auf der einen Seite habt ihr erstmal hier mit dem Note 2 eins mit einem 5,5 Inch Super AMOLED Display, 1280x720 ist die Auflösung, wohingegen wir beim Acer Liquid S1 ein 5,7 Inch LCD-Display haben mit 1280x720. 2 GB RAM im Note 2, 1 GB RAM im Acer Liquid S1. Das Note 2 nutzt den Exynos 4412, das ist der hauseigene Cortex A9, wohingegen das Acer Liquid S1 mit einem MediaTek ausgeliefert wird, ist aber auch ein Quad-Core und auch basierend auf der Cortex A9 Architektur von ARM. 8 GB interner Speicher beim Liquid S1, 1632 hier auf dem Note 2. Beide können jeweils über MicroSD-Karten aufgerüstet werden. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn wir hier die Notification-Bar mal runterziehen, ihr seht hier Slot 1, Slot 2, richtig, Dual-SIM. Also ihr könnt zwei SIM-Karten reinpacken und auch das gefällt mir ehrlich gesagt richtig gut. Das kann man bei dem Samsung so einfach nicht machen. Ganz, ganz augenscheinlich ist der Unterschied natürlich, wenn wir uns hier die Launcher anschauen. Das ist bei dem Acer Liquid S1 ja fast wie ein Stock Android-ROM. Vanilla Experience, das gefällt mir sehr gut, wohingegen wir beim Galaxy Note 2 den typischen TouchWiz Launcher haben, den Samsung auf seine Geräte packt. Ansonsten in Bezug auf das Gewicht, das ist so um die 180 Gramm, ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, das hätte ich mal vorher nachschauen sollen, ich meine es wären sogar 185 Gramm, das S1 ist 195 Gramm. Ansonsten 8 Megapixel Kamera vorne, nee. Vorne ist das ganz sicher nicht, also das ist definitiv hinten. Vorne ist das hier und das sind glaube ich 2 Megapixel Kamera auf beiden Geräten. Auf preislich spielen die in anderen Ligen. 3,49, das soll der Preis sein für das Liquid S1, wenn es im August dann rauskommen wird. Wohingegen wir beim Samsung Galaxy Note ja so zwischen 150 und 200 Euro mehr auf den Tisch legen müssen in Deutschland, um das gute Stück zu bekommen. Das ist also mal ja, ein quick and dirty Vergleich zwischen dem Acer Liquid S1 und dem Samsung Galaxy Note 2. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.